Hallo Freunde, heute gestalten wir gemeinsam einen simplen Luftballon. Dazu gehe ich auf das Kreiswerkzeug, ziehe einen Kreis auf, dann gehe ich auf Fahrt, Objekt in Fahrt umwandeln, dann hier in die Fahrtfunktion und ziehe den unteren Punkt etwas nach unten. Und damit das Ganze ein bisschen bunter aussieht, färbe ich den Luftballon blau, beziehungsweise dunkelblau. So, jetzt gehe ich in mein Sternwerkzeug, habe hier ein Dreieck, um das Ende des Luftballons zu gestalten. Dieses passe ich natürlich noch an. Jetzt gehe ich in die Ausrichten- und Verteilen-Funktion und klicke dann auf Vertikal zentrieren und dann auf Gruppieren mit STRG G. So, jetzt gehe ich in mein Freihandlinienzeichenwerkzeug, um die Ballonschnur zu zeichnen, muss aber in den Modus Erstelle Spirofahrt gehen, um ein schönes Ergebnis zu erhalten. Jetzt gehe ich nochmal in mein Kreiswerkzeug und ziehe einen helleren blauen Kreis auf, um einen Licht- bzw. Schatteneffekt zu erstellen. Dann gehe ich hier in Füllung und Kontur und erhöhe deutlich die Unschärfe, aber auch die Deckkraft. Jetzt wähle ich alles aus und klicke auf STRG G. Und schon habe ich einen Luftballon, den ich in allen möglichen Farben und Varianten erstellen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst doch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.